Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Just Play, dem Podcast-Format, in dem wir solo oder mit mehreren über Games sprechen, die wir gerade zocken oder durchgespielt haben. Heute ist ein sehr japanisches RPG in der Reihe, und zwar Tales of Exilia. Yo, Tales of Exilia. Ja, Publisher ist Namco Bandai. Entwickler sind die Namco Tales Studios, also praktisch gesehen auch Namco Bandai. Die Grafik ist die eines sehr guten Anime-Cell-Shading-Looks mit sehr viel Liebe und Detailgrad. Also, das sieht einfach super aus und macht einen sehr guten Eindruck. Mal kurzer Exkurs, was die Tales of Reihe ist, denn das nun 13. Spiel der Tales of Reihe ist in dem Genre einer der ganz großen neben Final Fantasy und Dragon Quest. Im JRPG-Genre ist es halt einer der drei großen Marken, auf jeden Fall. Und es war erstmal auf Nintendo-Konsolen. Die ersten waren, glaube ich, auf Super Nintendo. Dann später kamen welche auf der Cube. Und dann später waren sie auf der Wii. Und dann haben sie irgendwann es geschafft, auf die PlayStation-Konsolen zu kommen. Mit Tales of Vesperia kam ja der Port von der Wii. Und dann gibt es auch noch die Tales of Symphonia. Also beide Spiele, sowohl der GameCube. Das Gamecube-Spiel, das Original und den Wii-Ableger, also den zweiten Teil von Symphonia. Ja, und mit Tales of Exilia haben sie es geschafft, auch nach Europa zu kommen. Und ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut, da ich ein Fan dieser Reihe immer war. Und ich dachte mir auch, ich leg mir jetzt mal den neuesten Teil zu, auf der PS3 passt ja. Und da ja 2013, wo das Game erschienen ist, da gab es nichts Großes, also jedenfalls für mich gab es kein großes RPG. Und da fand ich Tales of Xenia echt treffend. Auf jeden Fall, der Artstyle ist eine Art industriellen mit Fantasy gemischt, also ja, so teilweise moderne Technik gemischt mit einer, ja, mit der Prise Fantasy und halt wie Tales of typisch mit einer geballten Portion Anime, ne? Also, das ist ganz groß geschrieben auf jeden Fall. Ja, denn da wollen wir auch ein bisschen mal, was das Spiel so bietet. Ich würde mal sagen, so nunmehr der zweite PS3-Ableger. Der Tales of Reihe, vorher war es ja dann Tales of Vesperia, der Port von der Wii, kommt für die Reihe eine ganz neue Option, denn man kann zwischen zwei Story-Sichten wählen, also Figuren. Man kann am Anfang wählen von Jude Mattis, einer, der sehr Martial Arts begabt ist und Medizinstudent ist. Und dann gibt es einmal Miller Maxwell, die den Titel Maxwell trägt. Dazu kommen wir später, denn die hat mächtige Magie drauf und dient als Schutzpatron der Harmonie der spirituellen Welt und deren von Razer Max, ja, eine Art, wie eine Gottheit ist sie schon, kann man sagen, ja. Und serientypisch ist es natürlich, den Spieler erlaubt, nicht nur die Figur, die man wählt, zu spielen, sondern man kann alle spielen, man kann sozusagen den Anführer immer wechseln. Und ja, das bietet natürlich eine große Vielfalt. Wenn du sagst, oh, ich hab mal Bock, jetzt mit denen zu spielen, nicht immer nur mit Jade oder mit Miller. Das ist serientypisch, ich weiß nicht, ob seit Vesperia jedenfalls, ist das. Bei Exilia ist es mir halt stark aufgefallen, weil es das letzte ist, was ich gespielt habe von der Tales of Reihe. Sehr, sehr abwechslungsreich. Also, das bockt schon richtig. Und auf jeden Fall, die Kämpfe, auf jeden Fall.
Die sind alle in Echtzeit berechnet. Das heißt, wenn, wenn man einen Kampf beginnt, öffnet sich so eine Art Areal-Modus und vier Partymitglieder, also du mit eingeschlossen und drei andere, kämpfen gegen, ja, sagen wir zwei, drei, vier Gegner allerhöchstens. Ich glaube, fünf war die höchste Maximalzahl. Aktiv und man führt aktiv sozusagen Aktionen aus. Diese nennt man Artis in der Welt von Razer Maxia, also auch in den Tales of Zen sind es die Arts. Und durch bestimmte Tastenbefehle, also mit X prügelt man ganz normal, die Standardangriff, und mit Kreis und eine bestimmte Richtung, je nachdem wie ihr euer Arts belegt habt, setzt es euch, setzt ihr die ein. Das sind so spezielle Angriffe. Und diese sind mitten im Kampf, da gibt es auch einen Balken daneben. Es gibt nämlich jetzt diese neue Funktion, dass man jetzt verbunden ist mit dem jeweiligen Figur, und dadurch ergeben sich Kombinationsattacken, die richtig geil aussehen und die richtig Schaden machen. Und das ist super animiert, super effektvoll, und ja, die Figuren, wie gesagt, die leben, haben sehr tolle Mimik-Animationen, also es ist wie ein lebender Anime, es ist echt super gemacht. Und ja, nach jedem Kampf sehr effektreich, sehr viel Information, also man sollte sich echt Zeit nehmen, sich da reinzuarbeiten. Auf jeden Fall, das ist kein Zuckerschlecken. Man wird natürlich am Anfang des Spiels, je nachdem mit wem man anfängt, mit Jill, mit Jide oder mit Miller, da wird man natürlich in das Kampfsystem eingefügt. Was gibt's denn noch? Achso, ja, genau. Denn mitten im Kampf kann man sich nicht nur alleine kloppen, sondern es können aktiv vier Leute, also du und andere drei Leute, alle ein Pad schnappen, und ihr könnt alle im Kampf aktiv mitwirken. Ja, das ist ziemlich chaotisch, wie ich feststellen musste. Ich habe das mal mit drei probiert. Es ist schwer. Es ist richtig schwer, weil wenn man nicht so im Spiel drin ist, also wenn man es nicht zusammen durchspielt, dass man sagt, okay, setz jetzt die Arts ein, damit wir die Kombination machen können. Ja, das ist recht chaotisch, aber dass diese Option es gibt, finde ich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall ist es sehr toll. Auf jeden Fall, man kann auch alle Charaktere steuern, oder man lässt es halt den Bot halt steuern. Also es ist viel angenehmer, wenn man die Figuren taktisch so belegt, dass sie alleine agieren können. Der Talentbaum ist dem eines Kristallienbaums von Final Fantasy 13 bekannt, in einer Art Spinnennetz gehalten. Also man kriegt so Waypoints. Die Charaktere oder Partymitglieder, die steigen schon Level auf. Da steigen sich automatisch auch die Werte, aber durch das Spinnennetz Kristallium, wie ich das jetzt erstmal in diesem Podcast auch so nennen werde, kriegt ihr Waypoints je nach Kampf, mal 4 Stück, mal 2 Stück. Und ja, ihr geht dann von Netz zu Netz, also ihr geht von Kugel zu Kugel. Und ihr könnt in der Mitte der Kugel, also ist ein freier Fertigkeitsboni. Wenn ihr die umkreist habt, sagen wir mal, das ist so eine Art Parallelogramm, ne? Trapezmäßiger umkreist habt, wenn ihr die vollständig habt, dann öffnet sich die Fertigkeit, und die Fertigkeit könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, je nachdem wie viele Fertigkeitspunkte ihr habt. Und es gibt sehr viele Werte, also wie gesagt, Tales of verlangt von euch sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Einarbeit, wenn ihr die Werte verstehen wollt. Und das Kampfsystem, wie gesagt, es führt euch sehr gut bei der Hand und lässt euch sehr viel ins kalte Wasser. Und das, finde ich, steigt die Lernkurve echt gut. Und ich glaube, so nach circa, ich will nicht sagen, ich glaube, circa so nach 2 Stunden weiß man, wie der Hase läuft, so circa. Und der Rest ergibt sich dann von selbst. Auf jeden Fall, die Story läuft immer weiter. Also man kriegt nicht so, mache dies und mache das. Und es wird einem schon recht gut erklärt. Also, ja, auf jeden Fall. Ein schneller Einstieg ist auf jeden Fall garantiert. Die Welt, ja, wie soll man sagen, die ist sehr weitläufig gehalten. Immer so bestimmte Gebiete, so Areale. Man kann fast überall hinlaufen. Wenn du eine Höhle siehst, kannst du da hingehen. Wenn du ein
so eine Aufstieg siehst, da kannst du hochklettern, wenn du rüberspringen willst, kannst du rüberspringen. Also die Möglichkeiten sind sehr offen, es gibt auch viel Zeug. Und was im Spiel auch, glaube ich, toll macht, ich meine, es gibt auch Gelegenheitsspiele, die das mal so ab und zu mal spielen, sagen wir mal so, oh, man kommt von der Arbeit und ich spiele jetzt mal ein bisschen Tales of Xillia. Ah, und ich muss jetzt wieder ins Bett, ich finde keinen Speicherstand. Das kann man bei Tales of auf der Stelle machen. Diese Schnellspeicherfunktion stellt dann eine Datei, Schnellspeicherfunktion, und wenn du das dann lädst, dann fängst du von dort an Ort und Stelle an, wo du den Schnellspeicher gelegt hast. Es gibt natürlich auch einen Hauptspeicher, den du nachher überschreiben kannst auf deine Hauptspeicherdatei, aber diese Option bietet halt Tales of Xillia. Also ich weiß nicht, ob das in den Eltern war, ich weiß es nicht mehr, ich habe so viel von dem gespielt, aber Tales of Xillia ist mir halt aktuell noch im Kopf geblieben. Und ja, in Hotels kann man natürlich auch speichern, also diese Art Buchsymbole, da sind die Hauptspeicherpunkte dann, und ja, Quick Saves sind immer willkommen. Und Zufallskämpfe gibt's auch nicht. Also die Zufallskämpfe, ja, die sind da eigentlich Geschichte bei Tales of. Jedenfalls, wenn man da schon seit längerem spielt. Also auf jeden Fall, ich glaube, ab Vesperia, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz. Aber auf jeden Fall bei Xillia, man sieht die Gegner in 3D rumlaufen wie bei Final Fantasy 13. Man kann denen entweder entweichen oder man kann direkt drauf zugehen. Und dann fängt der Kampf natürlich an. Und dann kommt der Kampfbildschirm. Das ist natürlich für Freunde nicht, also für Nicht-Freunde der Random Encounters, das ist einen Segen. Ich weiß nicht, also mir gefällt diese Art der Kämpfe. Wenn ich so zum Beispiel sage, oh, ich will jetzt nur mal schnell durch, dann ist das natürlich praktisch. Oder sagst, ach, ich gehe jetzt mal ein bisschen farmen, ein bisschen grinden, dann ist es natürlich immer angenehm, da abzuhauen oder gehen, ne? Auf jeden Fall nochmal zurück zu dem Weltsetting. Also es ist sehr abwechslungsreich. Es ist mal grün, es ist mal Schnee, es ist mal Wüste, es sind Höhlen. Also es ist echt kunterbunt gehalten. Es ist tolle Farbgebung und ja, immer was Tolles fürs Auge. Auf jeden Fall, was mir stark noch aufgefallen ist, die Läden, die leveln mit euch. Also das heißt, ihr sammelt auch Materialien und ihr könnt die selber aufwerten und ihr könnt schon früher bestimmte Gegenstände freischalten, sowie Waffen, Accessoires und Items, die ihr kaufen könnt. Und ja, das ist auch eine ganz nette Idee. Natürlich, die Läden leveln auch mit euch mit im Laufe der Story weiter hoch, natürlich. Aber ihr könnt die Läden vorher schon hoch aufwerten, ne? Das, der Soundtrack, muss ich sagen, der Soundtrack ist wunderbar, trägt wunderbar zur Atmosphäre bei, bringt so ein richtig gutes Abenteuer-Feeling bei, und natürlich der Intro-Song, wie man ihn hier gehört hat, also Progress heißt er, stimmt richtig gut auf das Abenteuer ein. Also es gibt ein tolles Intro, und natürlich die Story läuft in Endgame-Sequenzen weiter, und da muss ich sagen, das sieht super aus. Also ich bin begeistert, und wer Anime-Fan ist, der wird das total mögen. Es gibt natürlich auch paar coole Anime-Sequenzen in der Story, die super gut gezeichnet sind und ja, so das Leckerli da drin sind echt super gemacht. Was gibt's hier noch? Achso, stimmt. Das Spiel bietet euch noch nach dem Durchspielen, wenn ihr eine bestimmte Währung da gesammelt habt, so bestimmte Punkte, dann bietet euch das Spiel nach dem Durchspielen die Werte, die ihr alle erlangt habt, den höchsten Level oder die Hälfte des Levels, also sagen wir mal, ihr seid 80 und dann könnt ihr Level 40 anfangen, die ganzen Waffen, die ganzen Accessoires, das könnt ihr alles in diesem New Game Plus mitbringen, und somit ist man auch weiterhin motiviert, die andere Seite der Story zu erleben. Also wenn man zum Beispiel jetzt angefangen, wie ich, mit Jade angefangen hat und man möchte die Story von Miller anfangen und man denkt, oh, muss ich jetzt alles von Anfang an wieder aufholen,
Nein, dieses Spiel bietet dir echt mit bestimmten Punkten deine ganzen Werte oder überwiegend deine ganzen Werte mit ins neue Spiel Plus mit einzubringen. Und das ist echt super, das ist ein cleverer Schachzug gewesen von den Tales of Machern, denn wieder neu anzufangen ist sehr mühselig und wenn man einfach nur die andere Seite erleben will, ist das echt gut und ja, man kriegt echt seinen Spaß damit. Also auf jeden Fall ist das echt gut. Eine japanische Tonspur gibt es leider nicht. Bei Tales of Symphonia also in der Tales Symphonia Remaster Edition, wie ich sagen würde, gibt es eine japanische Tonspur, aber bei den Tales of Exilia gibt es nur englische Tonspur mit deutschen Untertiteln. Und die englischen Sprecher, muss ich sagen, sind sehr gut. Die machen ihren Job sehr gut. Das merkt man auch, während des Spiels gibt es auch ein paar Skits. Das heißt, es gibt so Zwischensequenzen, also wenn du währenddessen durch die Welt läufst, erscheint unten links ein Button, Select, und ja, dann fängt so eine Art Zwischendialog an, was die Charaktere so zur Zeit unterhalten. Die Unterhaltungen sind lustig, manchmal ernst, und man erfährt sehr viel von den Charakteren. Das passiert in dem Sinne, das sind die Charakterbilder und die haben Animationen und die reden miteinander, ja. Das kann sehr altmodisch wirken, das klingt sehr altmodisch, ist auch nicht jedermanns Sache. Ich hätte auch erwartet, dass sie miteinander reden würden, aber das wäre, glaube ich, zu viel Aufwand für die sein. Ich finde, es ist okay, ne? Es ist ja echt nicht jedermanns Geschmack, aber auf jeden Fall, diese Skits, ne? Diese Zwischensequenzen, also diese Zwischendinger, sind sehr gut gemacht und die englischen Sprecher machen echt ihren Job sehr gut. So, dann, ja, dann würde ich nochmal sagen, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Ich würde mal sagen, also wenn man von einer Seite, also wenn man, ich habe mit einem Charakter durchgespielt, mit Jade, und da hatte ich meine circa 40 Stunden richtig viel Spaß. Und ich war dann mit dem zweiten Durchgang mit Miller, bin ich kurz auch vom Finale, und ich komme locker auf meine 80 Stunden dann. Also 80 Stunden geballte Power. Sehr, sehr, das spricht darum schon mal. Man kriegt jedenfalls sehr viel für sein Geld geboten, auf jeden Fall. Das Komische ist, was ich jetzt sagen will, wenn ihr das Spiel erwerben wollt, gibt es es als Retail-Fassung, also als handfest, als mit Verpackung. Die Day One Edition gibt es hier nur zu erwerben in Europa. Was da drin ist, da ist eine Soundtrack-Disc mit ausgewählten Titeln von den Machern. Also, ich glaube, da waren 7 oder 13 Stück. Und ein Artbook, das super schön gemacht ist, leider auch nur in Englisch, aber ey, da sind super Details drin, auch von den kleinen, von den Charakteren, ey, das ist super liebevoll gemacht. Die kostet aber leider immer noch 60 € neu, und wenn ihr die mal in den Laden seht, dann kostet die auch noch 60 €, vielleicht auch günstiger, aber ich finde das echt für ein mittlerweile 2 Jahre altes Spiel, kann man da echt schon runtergehen auf 30, 25 € und dann ist man auch spaßig. Um die Hälfte billiger ist auf jeden Fall die PSN Digitalversion. Die ist 30 €. Die kostet 30 € und ich würde eher euch raten, obwohl ich ein Sammler bin und ich euch eher der Retail-Fassung geben würde, wenn ihr nicht zu viel Geld hinblättern wollt, dann würde ich euch raten, lade das euch für 30 € runter und dann habt ihr ein super Spiel. Ja, auf jeden Fall, diese Option habt ihr. Auf jeden Fall, leider ist auch dieses Spiel Xbox Only, PlayStation Only auf der Konsole. Und ja, was gibt es? Es gibt natürlich noch eine Menge Schabernack zu kaufen. Schabernack in dem Sinne, nur Kostüme halt. Bis zum Abwinken kann man da kaufen. Japaner halt, die haben das so mit ihren Kostüm-Styles, und die sind markant echt zu sehen. Also wenn man Jade zum Beispiel eine Brille gibt, da kann man auch im Game, gibt es auch Brillen, dann kämpft da Jade mit seiner Brille oder sowas. Also das sieht, optisch verändert sich da echt sehr viel, und das sieht man auch und das macht Spaß. Also wer den Spaß haben will, wenn zum Beispiel Miller in einem Weihnachtskostüm oder sonst was sehen will, dem sei es gewährt und lade es sich runter. Man kann auch natürlich, was ich absurd finde von Namco, man kann auch sich Werte kaufen, Waffen kaufen, und ich denke mir da so, ja, Pay to Win, wer es braucht,
Ich brauche das nicht. Auf jeden Fall braucht man, brauche ich das nicht. Auf jeden Fall, das Letzte, was ich noch erwähnen will, bevor ich zum Plot gehe, ganze 6 Spiele bei alle Charaktere gibt's. Also es gibt Jade, es gibt Miller, es gibt Elise, es gibt Alvin und dann gibt es noch Donovan, glaube ich, hieß er. Also jedenfalls ein Butler. Ihr könnt zwischen denen allen wechseln und im Kampf will ich nochmal erwähnt haben, ihr kämpft ja mit du selbst und mit 3 anderen aktiv und ja, was passiert mit den anderen 2? Wie leveln die mit? Leveln die nicht mit? Das Ding ist, die leveln mit, also storybedingt schon, kriegen sie ihre Waypoints natürlich. Ich weiß nicht mehr, ob sie mitleveln, auf jeden Fall, man kann sie in den Kampf aktiv hinwechseln. Das öffnet sich auf jeden Fall. Ich glaube, damit sei alles so ziemlich gesagt, was dieses Spiel so zu bieten hat. Auf jeden Fall, aber auf diesen Anime-Look steht und einer interessanten Story, also mir hat die Story echt gut gefallen. Sie war jetzt nicht weltbewegend, aber sie war echt gut. Sie hat mich sehr gut unterhalten, die 80 Stunden. Und hat super Spaß gemacht, auf jeden Fall. Tolles Tales of, ja, auf jeden Fall. Dann will ich mal zum Plot gehen, denn der Plot handelt von der Zusammenkunft von der spirituellen Welt und mit der Menschheit, die es möglich, Kräfte einzusetzen, so wie bestimmte Heilungen, wie bei zu sehen, wie Jude Mattis, die zum Beispiel nutzt, die durch die spirituelle Macht, dass sie Verbundenheit in Harmonie mit den Geistern leben, dass sie zum Beispiel medizinische Kräfte, zum Beispiel Heilungskräfte machen können oder sowas. Und als Symbol steht dafür natürlich, für die Zusammenkunft steht da Miller Maxwell. Ja, die für diese Harmonie sorgt. Und die wird aber leider durch eine Art Bedrohung, durch eine Massenvernichtungswaffe namens The Lands of Krasnak, scheint somit die Harmonie der spirituellen sowie der ganzen Welt in einen ganz großen Konflikt zu geraten, die fatale Folgen haben wird, wie zum Beispiel ein großer Krieg ausbricht. Ja, Miller macht sich auf den Weg, um diese Bedrohung zu vernichten, wo sie auf Jude trifft und von dort an nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Das ist so kurz der Anfang der Story. Und ja, ich muss sagen, das wär's wieder mit dieser Folge von Just Play. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Auf jeden Fall, wer ein Fan von japanischen RPGs ist und Anime mag, also da kann man echt mal reingucken. Also das ist echt kein schlechtes JRPG. Das kann man sich echt nehmen. Zu Tales of Xillia 2 kann ich nicht viel sagen. Ich habe es nicht gespielt. Ich bin dabei, mir das irgendwann zu holen. Und das ist jetzt mittlerweile ein bisschen günstiger zu holen, aber auf jeden Fall, dass es einen zweiten Teil gibt, spricht schon mal für den ersten Teil auf jeden Fall für sich. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick über diesen Titel verbleiben. Natürlich am Ende dieses Videos, damit ihr euch ein Bild machen könnt, gibt es einen kurzen kleinen Trailer, der nicht zu viel verrät, der In-Game und Anime-Sequenzen zeigt und nicht zu viel vom Spiel zeigt. Das ist ja, das ist echt schön gemacht. Auf jeden Fall, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder drückt auf den Abo-Button, das würde mich sehr freuen. Wenn ihr uns folgen wollt, wir haben eine Facebook-Seite, dann klickt auf den Facebook-Button oder gebt einfach Game Stage 5 bei Facebook ein. Ja, dann würde ich sagen, will ich euch nicht länger auf die Leine ziehen. Ich würde dann sagen, ja, mein Name ist DK und wir sehen uns im nächsten Just Play. Ciao!